für dich. Wolltest du nicht noch was ankündigen? Ah, genau. Es gibt kein Zurück. Und alles, was passieren wird, folgt nur einer Regel. Wir kommen mit. Kann ich mitmachen? Klar, wir kommen. Der Countdown läuft. 24, 23, 22. Wie sieht's aus? Es könnte schwierig werden. Aus, Ende, tschüss. Was? Die Mystery-Staffel ist außer Kontrolle. Hilfe! In der 1000. Folge von Schloss Einstein. Freitag, 14.35 Uhr. Zum ersten Mal bei Kika. Herzlich willkommen zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und heute feiern wir 1000 Folgen Schloss Einstein. Herzlich willkommen, Marie Borchardt. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo alle zusammen. Mir geht's wunderbar. Wie geht's dir? Danke, mir geht's auch sehr, sehr gut. Und ich weiß noch, vor 8790 Jahren habe ich die erste Folge Schloss Einstein geguckt und höre auch immer noch die Titelmusik von damals. Und die hat sich ja glücklicherweise geändert. Jetzt singt oder rappt es eine Frau. Es hat einen super nicen Look. Alles sehr up to date. Und ich glaube, viele werden sagen, und Gott sei Dank bist du wieder da in der 24. Staffel. Denn du warst ja schon mal da. Wer warst oder beziehungsweise wer bist du bei Schloss Einstein? Genau, ich war schon mal ab der 15. Staffel zu sehen als Pia Pigalke, genannt Pippi. Ich habe mit 12 Jahren angefangen und bin dann mit 17 ungefähr ausgestiegen. Genau, und jetzt in der 24. Staffel pünktlich zum Jubiläum bin ich zurück, immer noch als Pia Pigalke. Aber als, oh Gott, ich traue mich gar nicht, das Wort zu sagen, als Erwachsene. Ja, ja, als Erwachsene tatsächlich mit einem richtigen Beruf, mit High Heels, coolen Klamotten, ist sie wieder da. Und ja, ein bisschen Mystery hat sie mitgebracht. Ganz viele Geheimnisse sind dabei. Genau, es ist die sagenumwobene Mystery-Staffel. Und damit scheint ihr die Fans ganz genau abgeholt zu haben, weil die flashen ja richtig darauf. Was ich gerade erstaunlich festgestellt habe, ist, wie easy du gesagt hast, ja, ich habe mit 12 angefangen. Nichts Dickes. Weißt du, andere gehen mit 12, die gehen angeln oder machen irgendwelche Sachen, bei denen keine Tiere sterben. Und du fängst eben an mit Schauspielerei. Also wie ist das damals entstanden? War es dein Wunsch oder haben alle in deinem Umfeld gesagt, Marie, du musst Schauspieler? Nee, tatsächlich bin ich etwas, das nennt man Glückskind, also ein Glückstreffer sozusagen. Ich hatte mit Schauspielerei überhaupt nichts am Hut, gar nichts. Und ich war aber... Ich habe trainiert Tanzen, Jazzdance in einer Tanzschule, die mehrere Sachen, also auch Gesang und Schauspielerei ausgebildet hat. Und zufällig an meinem Trainingstag war jemand vom Casting da. Und dann im Nachhinein haben die Kontakt zu meinen Eltern gesucht und gefragt, ob ich nicht teilnehmen will am Casting. Und ich bin da irgendwie ohne großen Schimmer von irgendwas einfach mal hingegangen, habe mich mal ausprobiert. Dann bin ich in die zweite Runde gekommen. Danach habe ich gedacht, das wird mich nie wieder irgendjemand anrufen. Dann hat man mich angerufen. Dann war ich total verunsichert, ob ich das machen soll, soll ich es nicht machen. Und mein Papa hat mir dann erklärt, dass ich mich jetzt zusammenreißen soll und dass ich das jetzt ausprobieren soll. Und wenn es mir nicht gefällt, dann können wir ja immer wieder aufhören. Und ja, es hat mir so gut gefallen, dass ich sechs Jahre ungefähr geblieben bin, ja. Krass, aber wie läuft das, wenn du da anfängst? Sagen die schon so, ja, Marie, wir könnten uns vorstellen, dass deine Rolle 5 Jahre bleibt? Oder ist das immer nur so, wir gucken mal, wie das Jahr läuft? Es ist mehr so, wir gucken mal, wie das Jahr läuft. Also am Anfang ist es vor allem, wie kommt deine Rolle an? Können wir, wie gehen die Geschichten vielleicht weiter? Kommt das gut an? Und dann habe ich zu einem Zeitpunkt aufgehört, der einfach ganz gut gepasst hat, auch von der Geschichte her. Ansonsten, ja, ich habe mich immer überraschen lassen, ob es noch ein weiteres Jahr Pippi gibt oder nicht. Easy. Wie hat denn das dein Leben verändert? Puh, das hat mein Leben ganz schön verändert. Natürlich auf der einen Seite, dass man schon irgendwie im Mittelpunkt steht, dass alle einen irgendwie erkennen und dass auch immer irgendwie getuschelt wird um einen herum. Also so dieses im Mittelpunkt stehen hat sich total verändert. Ansonsten hat sich verändert, ich musste organisatorisch mich quasi neu strukturieren und irgendwie Schule und Freunde und Familie und den Dreh unter einen Hut bekommen. Das hat mich, glaube ich, erwachsener schon so ein bisschen gemacht und reifer. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, super viele Erfahrungen gesammelt. Ich hatte so viel Spaß. Aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen eine andere Pubertät gehabt, so als andere, ja. Das würde ich auch sagen. Wie sah es denn mit Neid aus?
Neid? Oh, Neid habe ich gar nicht erfahren. Gott sei Dank. Ach, schön. Also ich hatte wirklich Schiss, was meine Klassenkameraden sagen und habe es auch echt lange verschwiegen. Es ist dann erst durch eine Lehrerin rausgekommen, die das ganz frei erzählt hat. Und alle waren total happy und haben mich ganz viele Sachen gefragt und haben mich Gott sei Dank auch immer unterstützt, falls ich mal hinterher gehangen habe oder irgendwie Hausaufgaben nicht gemacht habe, weil ich so spät vom Dreh kam oder so. Also ich habe mehr Unterstützung erfahren, dass ich jemals, also offensiv Neid irgendwie erfahren habe, ja. Ich glaube, einen positiven Neid haben die KollegInnen von dir gehabt bei der 1000. Folge, also aus meiner Sicht, weil du sagst sie mit Abstand schönsten Satz, meiner Meinung nach. Also es gibt so viele tolle Sätze, so wichtige auch für die Gesellschaft. Keine Sorge, ich spoilere jetzt nicht, wer es noch nicht gesehen hat, aber du sagst, jedes Kind darf den Traum haben, eines Tages EinsteinerIn zu werden. Oh, war das schön. Ja, das war wirklich ein sehr bedeutender Satz. Ich kann mich erinnern an die Szene, wir haben die relativ oft gemacht, weil natürlich jeder quasi eine einzelne Einstellung hatte und es hat einfach ein bisschen gedauert und ich habe diesen Satz, glaube ich, jedes Mal mit voller Liebe und Inbrunst gesagt, einfach weil ich ihn auch so gefühlt habe. Ja. Ja, und ich habe auch so gedacht, boah, ja. Weil tatsächlich so irgendwie, klar, Schule sackt. Ich glaube, da können wir alle offen miteinander reden. Es gibt gute Momente, aber es gibt auch viele, bei denen du denkst, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Und in diesen Zeiten ist das ja nochmal was völlig anderes, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Und deswegen diese Idealschule da im Fernsehen nachmittags sehen zu können, wo coole Leute mit allen möglichen Herkünften und geilen Geschichten auch da sind. Eben die Spannung, Freundschaft, Liebe, Mystery hier und da gab es ja früher auch schon mal. Und dann eben diese Ideallehrer, weil man sieht sie immer nur so eine Minute oder zwei. Und jeder weiß ja, dass eine Unterrichtsstunde leider etwas länger geht. Da hatte, glaube ich, jeder mal den Wunsch und so gedacht, oh geil, ey, jetzt Schloss Einstein sein und nicht hier könnt ihr jetzt euren Sport, euren Namen eurer Schule mal eintragen. Wie war denn für dich dann der Vergleich? Echte Schule, die du ja kennst, und eben die fiktionale Schloss Einstein Schule, waren da Ähnlichkeiten oder war es völlig unterschiedlich? Dadurch, dass ich dass ich in der Serie mein Alter gespielt hat und demnach auch meine Klasse war, die ich im realen Leben war, habe ich tatsächlich viel Unterrichtsstoff wiedererkannt. Also wir bleiben wirklich nah an der Realität. Also ich kann mich an Geschichtsstunden bei Herrn Zech erinnern, wo wir ein Thema fiktiv behandelt haben, was ich 2 Stunden vorher in meinem realen Geschichtsunterricht hatte. Ansonsten natürlich ist es eine kürzere Schulstunde als normalerweise, obwohl so eine Szene natürlich auch total viel Zeitaufwand ist und je nachdem auch wie viele Personen daran beteiligt sind, tatsächlich auch mal länger gehen kann als so eine Schulstunde einfach. Ansonsten geben die sich total viel Mühe, wirklich das so realitätsnah wie möglich zu machen, damit die Kinder sich natürlich auch wiedererkennen. Aber natürlich mit Idealvorstellungen. Also Schloss Einstein ist schon ein Traum, glaube ich. Das glaube ich auch. Ich habe letztens in irgendeiner Folge gibt es eine Szene, da sind alle in mittelalterlichen Klamotten, die großartige Liz Buffo als Lehrerin. Und ich habe so gedacht, das haben wir am Sportgymnasium nie gemacht. Nee, wir auch nicht. Logischerweise. Auch so ein bisschen. So, aber jetzt lass uns mal drüber sprechen. Warum kehrt denn deine Figur überhaupt zurück? Weil es gibt ja einen richtigen Anlass, der ja kein positiver ist. Ne? Genau. Es geht um Cybermobbing, um Mobbing im Internet. Und zwar wird ein Video hochgeladen von Flora mit guten Absichten und ihre kleine Schwester erntet aber viel Hate für eine Leserechtschreibschwäche, die sie hat. Daraufhin versucht Flora natürlich alles, um es wieder gut zu machen, um es wegzukriegen und es funktioniert nicht. Und dann kommt die Heldin persönlich, Pia Pigalke, zurück und gründet ein Modul Internet und Sicherheit und versucht den Kindern auf ihre eigene Art und Weise beizubringen, quasi sich zu schützen im Internet. Ist ja extrem wichtig und ein sehr, sehr guter Punkt. Ich finde es immer wieder super, dass Schloss Einstein sich vor solchen Themen nicht zurückschreckt, sondern direkt drauf zugeht. Was hast du denn gedacht, als das die Geschichte war, um deine Figur zurückzuholen? Ich fand's super. Also ich fand sowieso Pias Geschichten schon immer gut. Wir haben mit Pia schon in viele wunde Punkte gestochen. Vor allem, weil wir ja auch ganz am Anfang eine Geschichte erzählt haben, wo Pia
selber gemobbt wird. Also für sie ist das auch was Persönliches, glaube ich. Deswegen, ich fand natürlich schön den geheimnisvollen Aspekt, dass Pia nicht als gleich die gute, nette, wie wir sie kennen, zurückkommt, sondern so ein bisschen eine andere Seite zeigt. Das fand ich natürlich super interessant. Mein erster Panikgedanke war, okay, das ist ein Feld, in dem du dich persönlich nicht auskennst. Wie bringen wir rüber, dass du wirklich Expertin für Internet und Sicherheit bist? Aber ich glaube, Google hat mir viel geholfen und einfach mitmachen, ja. Ja, es ist ja auch spannend. Man kann ja da sehr, sehr viel lernen. Das Schöne ist bei der 1000. Folge, wer sie noch nicht gesehen hat, es gibt wahnsinnig viel Wasser, es gibt totales Chaos, es gibt eine unglaubliche Menge an Papierfliegern, was da alles nicht los ist. Ist wirklich heftig. Und der großartige Robert Schupp, der mittendrin geheimnisvoller denn je wirkt. Auf wen hast du dich denn ganz besonders bei der Rückkehr gefreut, um mal wieder zu sagen, oh toll, mit denen habe ich schon so lange nicht gedreht, das wird ein Fest? Boah, ich habe mich tatsächlich irgendwie gefreut, alle wiederzusehen. Also von Henrike natürlich, mit der ich die meiste Zeit verbracht habe. Total cool fand ich, Oscar wiederzusehen. Ich kann mich erinnern, der war mal kleiner als ich und ungefähr ging mir zur Schulter und jetzt gucke ich nach oben. So, genauso wie mit Yannick ging es mir genauso. Ich habe auch ganz kurz Flavius gesehen und Holly gesehen und es war einfach total schön, mal wieder zu quatschen, ganz kurz am Set, mal kurz sich auf dem Laufenden zu halten. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und du hast auf Instagram auch ein paar schöne Bilder gepostet, natürlich. Und du hast deine Fans gefragt, wie sie die Rückkehr und Frau Pigalke denn finden. Und jemand schrieb, ich liebe Frau Pigalke und dank euch ist die Staffel sehr, sehr interessant. Dennoch bin ich mir sehr unsicher, ob ihr nun was Gutes oder was Schlechtes vorhabt. Wäre richtig cool, wenn noch mehr alte Einsteiner wie Dominik, Hubertus, Tommy, David etc. auch dazu kommen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, man liest so ein bisschen raus. Ich glaube, viele werden nicht traurig, wenn du auch zur 25. Staffel bleibst. Darfst du da irgendwas verraten oder ist das top secret? Also bis jetzt kam noch niemand auf mich zu, um mich zu fragen. Ich bin natürlich total offen dafür, gar keine Frage. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, was in der 25. Staffel geplant ist. Ich weiß gar nicht, welche Darsteller zurückkommen, welche sich verabschiedet haben. Ich bin da leider raus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Pia Pigalke da behalten möchtet, auch in Staffel 25, weil bei dir höre ich ja raus, du würdest dir die Zeit nehmen, ja? Ja, auf jeden Fall. Wie sieht denn dein Leben aktuell aus? Was machst du denn so? Aktuell studiere ich an der Technischen Universität in Ilmenau. Hier studiere ich angewandte Medien und Kommunikationswissenschaft und bin jetzt im 6. Semester. Hab's also tatsächlich bald geschafft. Mir fehlen dann, also theoretisch nächstes Jahr bin ich ungefähr fertig mit meinem Studium. Genau, und ja, es ist leider wieder ein Online-Semester. Da können sicherlich viele ein Lied von singen. Ich bin gespannt, es hat gerade erst angefangen. Ich habe schon wieder viel zu tun, wie es im Studium so ist. Ja, und Ilmenau, ich bin hier total glücklich, wohne hier in der WG. Wir sind hier zu viert. Ilmenau ist perfekt für mich, weil es ist nicht zu klein und nicht zu groß. Ich fühle mich nicht wie auf dem Dorf, aber trotzdem sind meine Freunde und mein Freund ungefähr um die Ecke. Genau, ich finde es total klasse hier. Das freut mich für dich, dass du da so glücklich bist und gute Leute um dich herum hast. Es ist aber schon Studium Nummer 2, ne? Genau, ich habe direkt nach dem Abitur ein duales Studium zur Diplomrechtspflegerin angefangen in Hildesheim und war angestellt über das Oberlandesgericht in Celle. Ich habe das Studium 8 Monate gemacht und ja, leider musste ich feststellen, dass das doch nicht mein Traumberuf ist. Ich habe immer gesagt, mir fehlen da so 2, 3 Hirnzellen für die Justiz. Schade, ich habe ganz tolle Leute da kennengelernt, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe, aber es war leider nichts für mich. Im Nachhinein macht es auch Sinn. Ich meine, ich bin in der Medienbranche aufgewachsen im Prinzip, habe da meine ganze Jugend verbracht. Warum also davon eigentlich weggehen? Ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden. Aber naja, ich meine, man kommt aus der Schule, man weiß nicht so richtig, was man machen will und dann probiert man sich halt aus und jetzt habe ich es gefunden. Und das ist sehr, sehr gut, weil viele ziehen ja leider durch, obwohl sie merken, dass es das Falsche ist. Deswegen freue ich mich, dass du erkannt hast,
Das ist nicht meins. Ich gehe einen anderen Weg. So, jetzt habe ich dir schon ganz, ganz viele Fragen gestellt. Ich habe auch noch mehr. Aber mich würde mal interessieren, worüber würdest du gerne mal reden? Worüber ich gerne mal reden möchte? Boah, es gibt so viele Themen. Also man sieht ja gerade, was auf der Welt passiert. Natürlich ist Corona ein brandaktuelles Thema. Was ich aber auch wichtig finde, ist der Mensch selber. Wir haben ja gerade viele Kampagnen, Positivity, Body und wir haben ja leider auch viel im Internet Body Shaming und solche Hass im Internet, Rassismus im Internet. Es gibt wirklich viele Dinge, an die die Gesellschaft noch arbeiten muss. Ich würde sagen, mein Steckenpferd ist eher die Body Positivity, weil natürlich wie jede andere Frau beim Erwachsenwerden auch ich immer Probleme irgendwann mal hatte mit meinem Körper. Wie sieht man aus? Und ich finde einfach, man muss an einen Punkt kommen, sich selber zu lieben und sich auch an erster Stelle zu lieben. Und ich weiß, der Weg ist schwer und es ist auch nicht leicht für Mädchen, vor allem mit dem, was sie im Internet sehen. Aber ich glaube, dass das ein Thema ist, was wir noch weiter voranbringen müssen. Definitiv. Ja. Schön, dass du das bei dir auf der Fahne zu stehen hast. Ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen. Da stand, zähle alle Dinge auf, die du liebst. An welcher Stelle kommst du selbst? Ja. Mhm. Und der meistens kommt man eben nicht an erster Stelle bei sich selbst. Ja. Genau. Und das ist deswegen, da versucht immer, euch zu lieben. Ja. Und das ist hardcore schwer. Genau. Ich glaube, jeder von uns weiß das. Und auch wenn man bei manchen Leuten denkt, bei denen läuft, sie sehen gut aus und bam. Man kann immer nur genau bis hier hingucken und was dahinter ist, ist meist, also Justin Bieber hat ja auch gesagt, es ist wie bei allen. Man ist unglücklich mal und man ist mit sich selber nicht zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, niemand hat was dagegen, wenn man sich verändern möchte. Ich habe auch irgendwann angefangen, meinen Körper verändern zu wollen, weil ich nicht mehr zufrieden mit mir selber war. Aber man muss es immer noch mit Liebe zu seinem Körper tun und in keinen extremen Weisen. Und der Vorgang muss einem helfen, sich noch mehr zu lieben als vorher. Erst dann ist es richtig. Und genau das versuche ich immer ein bisschen mal so dazwischen zu schieben und das den Leuten klar zu machen. Sehr gut. Willst du denn, nachdem das Studium vollendet ist, erfolgreich, Schauspielerin bleiben oder gehst du dann andere Wege oder ist das alles offen? Also ich glaube, die Schauspielerei und die Arbeit vor der Kamera ist, glaube ich, etwas, was ich nicht aktiv verfolgen würde oder nicht verfolge. Einfach, weil ich gemerkt habe, das macht mir Spaß und es ist okay, aber ich kann mir das als Beruf für mein Leben nicht vorstellen. Natürlich würde ich niemals Nein sagen zu einem erneuten Angebot von Einstein oder einem anderen Angebot oder so. Aber ich glaube, für mich ist der Weg eher hinter die Kamera. Also ich mag Produktion und ich interessiere mich auch und ich habe auch viel in meinem Studium schon dafür gemacht. Ich war auch im Praktikum in der Produktion. Aber es gibt andere Felder, die mich auch interessieren. Also tatsächlich weiß ich, es soll hinter der Kamera stattfinden. In welchem Bereich, weiß ich tatsächlich noch nicht. Und du konntest ja jetzt auch bei der 24. Staffel, warst du ja als Produktionsassistentin dabei. Ne? Genau. Was hast du da so erlebt? Ganz verschiedene Dinge. Also ich wusste ja alles vom kleinsten Detail, wie es wirklich vor der Kamera abläuft. Aber ich habe noch nie einen Prozess dahinter gesehen. Woher kommen die Geschichten? Was machen die Autoren? Was passiert, wenn einer von uns mal krank wird? Wer schreibt die Szenen um? Was gehört in den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Was macht ein Producer bzw. Producerin quasi, was gehört da noch alles dazu? Die Kommunikation mit dem Kika, die Kommunikation mit dem Team, alles, diese ganze Organisation dahinter, da gehört ja dazu, wer holt die Kinder ab, wer bringt die Kinder wieder hin? Also das ist schon echt Mastermind. Ja, da knallt richtig. Vor allem, wenn dann mal jemand krank wird und plötzlich irgendwie den ganzen Drehtag zu kippen droht. Ja. Das ist wahnsinnig schwer vorzustellen, wie viele Menschen da beteiligt sind und wie wichtig jede einzelne Position ist. Das stimmt. So krass. Ja. Also wirklich jedes Teammitglied wird gebraucht. Das ist wie ein großes Zahnrad. Da muss alles ineinander laufen. Natürlich reißt einem keiner den Kopf ab, wenn man krank ist. So auf gar keinen Fall. Ne? Die Kinder gehen immer vor, auch am Set. Da wird genau darauf geachtet, wann sie gekommen sind, wie viele Stunden sie da sein dürfen, dass es denen gut geht, dass es was zu essen gibt, dass sie was zu trinken haben. Also es wirklich wird alles dafür getan, dass es dem Kind gut geht am Set. Und da wird wirklich jedes Teammitglied dafür gebraucht, ja.
Glücklicherweise. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass die Leute vor der Kamera sich wohlfühlen, man als Zuschauer das auch merkt, Zuschauerin. Was fühlst du bei den Worten Schloss Einstein? Oh, ganz viel, vor allem Emotionen, ganz viel Glück. Also ich verbinde da die schönsten Momente mit in meinem Leben. Ganz viel Liebe, der Zusammenhalt dort, die Freunde, die ich gefunden habe. Einfach, das ist so richtig meine Jugend, so richtig ich auch irgendwie so ein bisschen. Und jetzt kommst du einfach alle 10 Jahre wieder, falls es jetzt nicht weitergeht. Dass man einfach sieht, wie Pia sich über die Jahrzehnte entwickelt. Das wäre doch was. Das wäre cool. Ja, immer so mal so ein Update. So alle 5 Jahre mal reinschauen, gucken, ob noch alles läuft und wieder gehen, ja. Und wenn du jetzt nochmal 12 wärst, würdest du nochmal zu Schloss Einstein gehen oder würdest du sagen, nee, jetzt gehe ich mal einen anderen Weg? Ich würde definitiv nochmal hingehen. Natürlich hätte ich dann das ganze Wissen schon und würde vielleicht die ein oder andere Sache vielleicht ein bisschen anders machen, aber ich würde immer wieder dahin gehen. Und hast du denn einen Ratschlag für die kommende Generation von tollen SchauspielerInnen, die dabei sein werden? Ihr müsst, oh Gott, habe ich einen guten Ratschlag? Hast du also lasst euch von jemandem sagen, der gar keine Erfahrung mit Schauspielerei vorher hatte, dass es das Größte aus einem machen kann. Also man lernt schon alleine dort am Set zu sein. Mir kann keiner erzählen, dass meine ersten Aufnahmen, die wir da gemacht haben, dass man das als Schauspielerei bezeichnen kann. Also ich glaube, vielleicht so ab der Staffel danach kann ich mir das zumindest einigermaßen abkaufen, was ich da versuche zu vertreten. Aber selbst wenn ihr null Erfahrung habt und ihr aber Spaß habt, vor der Kamera zu sein, Spaß habt, mit anderen Leuten zu arbeiten und euch einfach auszuprobieren oder ihr Bock habt, einfach mal jemand anders zu verkörpern und dem seine Geschichte zu erzählen, geht auf jeden Fall hin. Habt Mut. Ganz viele schreiben mir immer, sie trauen sich nicht. Wo ich versuche dann immer Gründe aufzuzählen, warum man es versuchen sollte. Einfach für die Erfahrung und für die Leute, die man da kennenlernt. Weil ich glaube, in den Castings schon alleine schließt man Freundschaften und lernt andere Leute kennen. Und das ist doch das, was zählt. Großartig. 1000 Folgen Schloss Einstein. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe auf 1000 weitere. Und ich freue mich, dass du in der Jubiläumsstaffel dabei bist. Marie Borchert, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Danke. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und was wir alle tun können, wenn wir gar nichts mehr tun können, ist zum Beispiel Organspender sein. Informiert euch da mal, guckt mal, ob das vielleicht was für euch ist. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt das, was Marie noch nie gesagt hat. Bis dann. Hi Leute. Ja, also ich schließe mich natürlich dem Nico an. Verbreitet bitte Liebe und kein Hass, vor allem im Internet. Seid lieb zu euch und dann zu eurem Nebenmann. Und ich bin Organspender. Ich hoffe, ihr werdet es auch. Und ja, bis bald.